JFT, just fair and direct. Und wir nochmal wieder dazu schalten und dann müssen wir technisch, oder kannst du das, Dirk, nochmal machen? Jetzt, ich kann es jetzt gerade gar nicht. Mach du dich mal hier im Webinar nochmal scharf und ich versuche es nochmal. Und dann gucken, nee, geht noch nicht. Aber vielleicht ist er auch noch in seinem eigenen Risikohinweis gefangen. Aber es wird folgendermaßen sein. Da ist er, Dirk. Jetzt geht's. Ja, jetzt lässt sich das aktivieren. So, dann gebe ich noch den Bildschirm und dann starten wir zusammen noch einmal. Perfekt. So, jetzt kriegst du noch meinen Bildschirm. Nicht andersrum. Du kriegst den Bildschirm. So, und dann gucken wir hier erstmal weiter. So, da sehen wir es schon. Ja, wir sollten jetzt auch. Oh, da sind wir. Frisch gestriegelt und gepimpt sozusagen. Mein lieber Dirk, ich grüße dich recht herzlich. Ich grüße auch die YouTube-Community vom lieben Dirk und natürlich hier euch alle auch nochmals im Webinar von JFD. Ja, es ist ein Mix aus ein wenig Live-Trading, ein wenig gucken, was die Markteröffnung in den US-Märkten jetzt so mit sich bringt, nachdem wir gestern nachbörslich Alphabet und Tesla-Daten etwas stärker reinbekommen haben. Und wir wollen uns natürlich auch mit dem Stereo-Trader beschäftigen. Und lieber Dirk, dein Baby sozusagen, etwas, was man, du kannst es ja dann auch nochmal erklären, aber ganz simpel ausgedrückt als Add-on installieren kann für den MetaTrader. Aber es ist ein sehr, 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 sehr intensives Add-on und nicht irgendwas mit einer Funktion oder so, sondern es ist quasi ein, ja, gänzlich fast nochmal neues Handelstool, was man hier auf den MetaTrader aufsetzen kann mit zahlreichen Funktionen. Und wir wollen einige dieser Funktionen heute auch nochmal so ein bisschen integrieren und zeigen in diesem Webinar. Da freue ich mich tierisch drüber, muss ich wirklich ganz offen und ehrlich sagen. Ja, also stimmt, es hat nicht nur eine Funktion, es hat sogar drei, nämlich Long, Short und Flat. So, die nehmen wir jetzt heute hier auseinander. So, aber bevor ich jetzt darauf eingehe, sage ich natürlich auch mal von meiner Seite hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich über alle, die hier mit dabei sind, sei es über GoToWebinar oder eben auf YouTube. Und ich habe auch gelesen, wir sind auf Twitch ja auch noch irgendwie präsent bei TraderPulse. Und da sage ich natürlich auch nochmal hallo in die Runde. So, der Markus hat es ja gerade schon gesagt, ne, das wird so ein Mix werden. Irgendwie, wir versuchen halt irgendwie so ein bisschen den Markt einzufangen. Wir haben ja auch noch ein paar News irgendwie 15.45 Uhr. Und aber diesmal so ein bisschen mehr auf die Funktionen vom Stereo Trader einzugehen, weil ja, es ist in der Tat so, ich habe das Ding ja irgendwann mal erfunden oder erfinde es ja immer noch weiter und bin ja auch irgendwie ständig irgendwie am Livestreamen und sei es jetzt irgendwie im Live-Trading oder halt eben meinen täglichen Ausblick und irgendwie um die Software geht es tatsächlich nie. Ne? Also natürlich auf der einen Seite ist es ein bisschen schade, auf der anderen Seite finde ich es natürlich immer viel besser, wenn andere das machen und die das dann eben in ihren Streams verwenden, ne? Weil ihr wisst alle, wie es ist, so Eigenwerbung ist immer so ein bisschen komisch und deswegen habe ich aber heute den Markus hier dabei, der mir so ein bisschen Händchen hält und das ja dann auch gut findet und dann hoffe ich, dass wir mal so ein paar Fragen da auch beantwortet kriegen und eben so ein paar Sachen da eben mal so ein bisschen rausschälen können, was wir denn da tun. Ich habe mir als kleinen Gimmick ja auch noch überlegt, was heißt Gimmick, ne? Ich habe vorhin hier bei YouTube eine Fragerunde gestartet und zwar, was wir nämlich machen. Gehen wir long oder gehen wir short? Und ich würde mich jetzt hier wirklich da mal hingehen, mal dazu hinreisen lassen, einfach mal wirklich die Mehrheit da zu adaptieren und dann eben genau das zu machen, was da halt steht. So, jetzt muss ich aber dazu sagen, und im Risikohinweis steht es ja auch, es ist ganz klar, ne? Alles keine Empfehlung. Ne? Ich meine, das ist irgendwie vollkommen klar. Und eine Ausnahme ist auch, ich glaube, ich habe es wirklich noch nie gemacht, in den ganzen hunderten Live-Tradings, die ich gemacht habe, oder über 1000, ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, es ist ein Demokonto. Ne? Also hier wird nichts kaputt gehen heute. Und normalerweise bin ich immer im Live-Konto unterwegs, aber heute ist es dann ein Demokonto. Und von daher, ne, haben wir halt auch kein Risiko. So, können da auch so ein bisschen spielen, aber vielleicht, aber das Ziel ist natürlich trotzdem, dass das halt irgendwie gut werden soll oder wie man dann halt eben idealerweise damit umgeht, weil es kann ja auch genauso gut sein, dass wir komplett falsch liegen und dann irgendwie anfangen müssen zu managen. Und das sind genau die Sachen, die man mit dem Stereo Trader, glaube ich, aber auch ganz gut hinbekommt. Und deswegen versuchen wir das hier so ein bisschen zu kombinieren. Bist du einverstanden, Markus? Ich bin damit einverstanden, auch wenn ich nicht der Zocker für solche Spielereien bin, aber wir haben uns ja dazu entschieden, weil, wie du schon richtig sagst,
Wir wollen ja auch primär so ein bisschen uns mit der Software beschäftigen und es soll gar nicht darum gehen, jetzt die Wirtschaftskennzahlen wirklich, wir können natürlich mal kurz drüber sprechen. Wir wissen, dass jetzt das Sentiment erstmal irgendwo negativ ist, mal gucken, wie die Zahlen reinkommen. Aber es geht ja vorrangig auch darum, so ein bisschen die Features herauszukristallisieren. Und das wird sicherlich auch von mir die eine oder andere Frage kommen und sagen, mach doch jetzt mal das, ich möchte mal gucken, ob das geht. Oder dann macht das natürlich vom Trading her, vielleicht für einen offenen Trade eigentlich theoretisch gar keinen Sinn. Ja, oder wir haben vielleicht auch einen Trade, der nur für uns läuft, wo man von der Software her gar nichts irgendwo machen kann, wäre ja auch langweilig. Ja, von daher haben wir uns dazu entschieden, wir gehen erstmal, wir spielen erstmal so ein bisschen rum, wir gucken mal, was da so auf uns zukommt. Und das freut mich, dass wir auch mal so ein bisschen locker, flockig daherkommen können. Ja, hier schreibt gerade jemand bei mir dran, Evo, sollte man nicht lieber gegen die Mehrheit traden? Auch eine Ja, Idee. also das ist natürlich, das wäre jetzt hier in der Runde ja auch so ein bisschen gemein, ne? Also weil ich gehe immer davon aus, dass wir hier ja die Guten sind, ja, und nicht irgendwie die stupide Masse. Und von daher wäre das ja eigentlich so ein bisschen mies. Deswegen sage ich, nee, 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 nee. Hier sind ja auch durchaus ein paar Gute dabei und von daher handeln wir hier jetzt nicht gegen das Sentiment, sondern wir versuchen jetzt hier oder davon auszugehen, dass wir besser sind als das allgemeine Sentiment. Nennen wir es doch mal so irgendwie. Ne? So. Genau. Und also nochmal, ne? Der Markus hat auch gerade gesagt, eigentlich ist das Zocken ja und nein. Ne? Ich meine, egal ob News sind oder eben nicht, man hat ja irgendwie immer schon so eine gewisse Vorstellung davon, was der Markt eigentlich irgendwie machen müsste. Man kann ja auch dann irgendwie mit einer Stop-Order dann halt eben gehen, ne? Oder halt eben dann ganz kurz vorher rein oder wie auch immer. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich glaube auch nicht, dass die News jetzt so arg da irgendwie reinknallen und das ist ja jetzt nicht irgendwie CPI-News oder PPI oder NFPs, sondern das ist ja eher Verhalten, ne? Von daher kann man da, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig viel dann auch irgendwie falsch machen. Und im Zweifelsfall geht es aber eben auch darum zu gucken, okay, wie kann ich irgendwie ausskalieren, Risiko begrenzen, einskalieren, skalieren und weiß ich nicht, was halt alles, ne? Und darum geht es ja auch so ein bisschen. Ich würde dann jetzt mal rübergehen, Markus, wenn du einverstanden bist oder irgendwie erstmal kurz dann auf meinen Bildschirm hier. Und damit man überhaupt mal sieht, ich weiß nicht, ist hier irgendjemand dabei, der vom StereoTrader so gar keine Ahnung hat? Das wäre irgendwie auch mal gut zu wissen, wo wir denn da stehen. Also damit ich mich da auch so ein bisschen drauf einschießen kann. So, jetzt versuche ich mal hier noch die Fragen von GoToWebinar irgendwie auch noch aufzumachen. Nee, warte, die kriegst du noch nicht, weil hier bist du noch nicht für freigeschalten. Das mache ich jetzt mal. Moment. Ja. Da muss ich mich zum Organisator machen. Und dann müsste das jetzt auch funktionieren. Jetzt Gib mir da müsste mal es so ein auch. bisschen, so, wer hat es irgendwie, also die es noch nie benutzt haben, die sollten sich vielleicht mal hier kurz melden, dann irgendwie einfach ein X nach dem Motto, ich mache mein Kreuzchen für noch nie benutzt. Dann haben wir hier so ein bisschen Überblick, ne? Weil ich glaube halt schon, dass viele das ja irgendwie eigentlich auch kennen. Sag mal, habe ich irgendwie einen schwarzen Rand da im Bild oder sieht das nur bei mir jetzt hier so komisch aus in der Vorschau? Da oben am Bildschirmrand. Du Ist ein hast bisschen da, zu. das ist aber von GoToWebinar der schwarze Rand, würde ich sagen, da, oder? Ich Unten weiß es auch. nicht. So Unten. ein bisschen komisch abgeschnitten hier alles. Ja, ist okay. Kann man mal Vielleicht, versuchen. bevor wir jetzt den, ne, Markt eröffnet gerade, es gibt auch ein Gimmick seitens von JFT, also wer jetzt auf Basis dieses Webinars oder auch natürlich ihr, die da auf YouTube zuhören, in den nächsten Tagen ein Konto bei JFT eröffnet, wird nicht nur die Möglichkeit haben, auch den StereoTrader for free zu nutzen. Das liegt allerdings in Abhängigkeit dessen, wie hoch das Konto ist. Ab 5.000 Euro gibt es den for free, sondern JFT hat sich auch sogar noch dazu entschieden, für 2 Monate lang die Swap-Gebühren auszusetzen, was zum Beispiel für Positionen interessant ist, die man über Nacht hält. Von daher, ich werde da am Ende noch mal eine Folie reinhalten. Wer jetzt den StereoTrader noch nicht hat und ihn schon immer haben wollte oder heute eben zu der Erkenntnis kommt, boah, also das brauche ich, das ist schon wirklich was Gutes, der hat die Möglichkeit, das wirklich dieses Add-on, wenn man es jetzt mal so nennt, for free zu bekommen, beziehungsweise bei kleineren Kontogrößen eben zumindest einen Abschlag erstattet zu bekommen. Aber das werde ich gleich dann eben zum Ende des Webinars noch mal reinhalten und ist natürlich sehr, sehr interessant an der Stelle. Ja, und genau, dann machen wir, gehen wir am Ende des Webinars nochmal genau drauf ein. Also es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele X hier. Ich weiß aber, dass viele auch gar nicht irgendwie kommentieren können, irgendwie, weil YouTube da auch gerne mal irgendwie einen Bug hat mit den Kommentaren. Ist mir leider bekannt und bei GoToWebinar ist es auch überschaubar. Also generell, ich meine, es ist halt, wie der Name ja schon sagt, ne, ich versuche es wirklich so knapp wie möglich zu halten. Bei YouTube übrigens noch direkt der Hinweis, dort ist unten auch, sind auch Videos verlinkt. Wo man sich dann irgendwie auch nochmal genauer informieren kann, wo es dann wirklich im Detail um die einzelnen Funktionen geht. Natürlich nicht alle,
aber halt zumindest mal die Basics, so dass man halt zumindest mal reinkommt. Also generell die Idee, die dahinter steckt, ist eben halt etwas in der Hand zu haben, was halt im Daytrading, vor allem im Bereich Forex, CFD, mittlerweile aber auch Futures, was einem wirklich was an die Hand gibt, was halt in der Form anderweitig nicht funktioniert. Also weder mit dem MetaTrader alleine, noch jetzt irgendwie mit einer anderen Plattform. Da gibt es halt einfach schon recht viele Funktionen, die man so halt nicht wirklich findet. Das ist halt so einfach mit dem Schwerpunkt auf Daytrading. Heißt also, wenn du im Daytrading unterwegs bist, jetzt habe ich einfach nur gesagt, ich weiß nicht, macht man das hier so bei dir auch? Ja, Markus? Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Okay. Also das heißt, wenn du als Zuschauer hier im Daytrading unterwegs bist und vielleicht irgendwie gerade noch mit irgendwas anderem rumhantierst und dir das Leben schwer machst und dich schon oft gefragt hast, warum geht denn das nicht einfacher? Ich bin fest davon überzeugt, dass es mit dem Steertrader wesentlich einfacher gehen wird. Ich mach's mal irgendwie ganz kurz. Ich habe jetzt hier einen Chart auf, sieht man ja den Dow Jones. Das wird hier im Hintergrund angezeigt. Das hier ist über den MetaTrader quasi drüber gestülpt. Im Hintergrund ist immer noch der MetaTrader, aber alles Handling, einfach tatsächlich alles inklusive irgendwie Statistik, Historie, findet nur noch über den Steertrader statt. Der erkennt in der Regel dann eben auch Symbole, wie zum Beispiel, der weiß jetzt hier, ich habe jetzt hier diesen da oben den US30C aufgemacht und dann weiß der auch, alles klar, das ist der Dow Jones, den wir hier am Start haben, und dann kann der eben auch schon gleich so ein paar Sachen irgendwie von selber machen, wie zum Beispiel dann irgendwie Gaps anzeigen. Hier ist jetzt ein bisschen schwach von der Farbdarstellung, aber es geht natürlich auch in anderen Farben. Der zeigt dann halt schon mal direkt, wo war Kassaschluss gestern, wo war die Öffnung, sieht man hier, ne, wird auch leicht eingeblendet, Open und so weiter. Das erkennt er also schon mal direkt. Ebenso halt die Punktdarstellung, weiß auch, wie er das Volumenprofil berechnen soll. Das sind alles Sachen, da muss man sich schon gar keine Gedanken mehr drüber machen. Oder eben dann halt auch ganz simpel, Vortageshoch, Vortagestief, kann ich einfach mit einem Klick einblenden und da weiß ich schon mal direkt, wo ich halt ungefähr stehe, auch wenn ich jetzt hier im kleinen Timeframe bin. Hier oben ist das Vortageshoch, eben hier ist der Kassaschluss von gestern. Und da muss ich nicht irgendwie mich mit der Suche irgendwie vorarbeiten. Oft ist es ja so, wenn man irgendwie schnell handelt, dann will ich ja nicht irgendwie in den Charts rumscrollen, sondern ich will ja wissen, wo was eigentlich ist. Und habe ich halt hier so die Basics einfach direkt auf Knopfdruck. Oder hier ganz simpel, runde Marken, alle 100 Punkte, kommt dann hier ein Strich, je nach Skalierung, alle 200 Punkte. Und dass man einfach so generell so ein bisschen Orientierung schon mal direkt hat. Und so, das heißt, das ist jetzt nur mal so irgendwie für das Charting an sich. Das hier wäre jetzt ein normaler Handelschart. Ich bin jetzt hier im M2 unterwegs. Wie man sieht, ist ja auch hier dargestellt. Sieht man dann eben auch immer direkt auf einen Blick und muss nicht da gucken, wo ist diese Leiste, was ist da gerade ausgewählt. Nee, ich sehe es halt hier einfach sofort. Hier an dem Beta dürft ihr euch jetzt nicht stören. Ich bin hier in der Entwicklungsumgebung. Das heißt, hier werden die Sachen gebaut und getestet. Und das sollte aber jetzt eigentlich kein Problem sein. Normalerweise steht hier nichts oder dann eben die P&L, wenn man gerade am Handeln ist. So, das heißt also, der Fokus liegt auf Schnelligkeit, wie man schon sieht, jetzt nicht nur hier in der Darstellung, sondern eben auch im Handel. Und hier ist zum Beispiel, also in diesem Modus, muss ich aufpassen, nicht zu viel auf einmal mache, das ist der sogenannte Stereo Future Modus. Das hat mit dem MetaTrader, dort ist ja immer so, dass man alle Positionen irgendwie einzeln hat und überall einzelne Stop-Loss, Take-Profit und so weiter. Das ist hier nicht so, sondern der Stereo Future Modus, der kombiniert alles zusammen. Also wenn ich mehrere Entries habe, und dann schnappt er mir die eben alle zusammen und rechnet das auch eben alles zusammen. Ich kann das jetzt hier auch mal ganz schnell irgendwie demonstrieren. Das hat jetzt nichts mit dem Trade von vorhin zu tun. Markus, Long oder Short? Ich würde sagen Long, oder? Jetzt hier, wenn man Impulse-Trade hat. Ich würde Short gehen, aber ja. Also ich würde jetzt gar nicht, aber ich würde dann Short sagen. Aber mach, was du willst. Okay, dann Short. Okay, dann machen wir Short. So, also ich mache jetzt hier einfach mal eine Position auf, eine Short-Position. Und wie man gesehen hat, hier war 5 voreingestellt, 5 Kontrakte. Hier oben sieht man einmal links, wäre kaufen, passiert aber nichts, solange ich nicht drauf drücke. Rechts ist eben verkaufen. Also unübersehbar ist halt ein Klick die ganze Nummer entfernt. Nochmal, hier ist keine Empfehlung, es geht jetzt nur mal schnell um die Demonstration von den Funktionen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe, um jetzt eben nur mal ganz schnell den Future-Modus zu erklären, sage, ja gut, ist eigentlich eine coole Position, da gebe ich doch noch eine dazu. Und der Markus hat voll recht gehabt, wie immer. Und der Markt geht short, also vergrößere ich immer. So. Und dann habe ich halt hier, wie man sieht, ich habe immer noch ein SL, immer noch eine Position und immer noch einen Take Profit und habe hier meine beiden Teilpositionen. Das heißt, da komme ich immer noch ran, aber hier ist eben kombiniert die ganze Nummer. Wir warten jetzt mal kurz und gucken, was passiert.
Und jetzt könnte man auch sagen, ja gut, wenn da nochmal Richtung Eröffnung kommt, dann nehme ich mal einen Teil raus. So, da brauche ich mich aber auch nicht damit zu befassen, sondern ich sage, ja komm, ich nehme mal irgendwie, keine Ahnung, 2,5 nehme ich nochmal raus. Dann lege ich hier unten einfach eine Order hin. Dann muss ich mir keine Gedanken zu machen. Oder wenn ich sage, ja, vielleicht war das doch nicht so gut, ich mache da oben meine Position, mache ich mal kleiner, dann lege ich eben meine Stop-Order da oben hin. Ne? So, das heißt, ich werde jetzt hier nicht plötzlich long, sondern das ist im Future-Handel ja genauso. Es wird alles miteinander verrechnet. Deswegen ist das halt eben der Stereo-Future-Modus. Und hier der Stop-Loss da oben, auch wenn er rot ist, ist es nichts anderes als eine Market-Buy-Order eben halt, die mir oben meine ganze Position auflösen würde. Bin mal gespannt, ob wir jetzt hier was sehen können. Wie gesagt, spielt jetzt gar keine Rolle, ob der aufgeht oder nicht. Wobei, ich bete hier gerade schon ein bisschen mit dem Markus. Falsch war es auf jeden Fall nicht, weil man sieht ja auch hier oben, ist zwar jetzt nur im Tick, aber hier von der Darstellung Value Area High, ne, und irgendwie er bremst ja auch da oben. So falsch sieht es erstmal irgendwie alles gar nicht aus und sollte zumindest reichen, um hier mal ganz schnell irgendwie die Basics mal kurz irgendwie zumindest bedienen zu können, über die ich gerade geredet habe. Also hier sieht man dann eben auch Stop-Loss, ne, für die ganze Position beziehungsweise für alle Positionen. Take Profit, genau das gleiche in grün. Natürlich kann ich den Wert auch ändern. Natürlich kann ich es auch durch die Gegend ziehen, ne, oder hier einfach wegklicken und sage, ich brauche keinen Take Profit. Ne, der läuft sowieso auf Null. Oder halt eben hier zum Beispiel kann ich eben auch einen Trail aktivieren. Aber das ist, ihr merkt es schon, so wenig das jetzt auch scheint, die Möglichkeiten sind natürlich dann schon recht viel und es soll jetzt hier nicht kompliziert werden, sondern es soll ja um Schnelligkeit gehen. Und vielleicht auch um eine schnelle Entscheidung, die wir gleich treffen müssen, wenn er eben doch jetzt nicht runterkommt, sondern da oben rausläuft. Und dann kann man eben auch mal überlegen, wie man damit umgeht. Was man hier auch sieht, ist hier Bid und Ask. Ne? Das heißt, man weiß halt auch immer genau, okay, das ist mein Spread, der irgendwie gerade da ist, der auch ja gerne sich mal verändert, vor allen Dingen, wenn eben News kommt, vor allen Dingen bei Forex und so weiter, sieht man aber auch dann eben immer direkt, was Sache ist. Also hier einmal als durchgezogene Linie, aber eben hier als auch als verkürzte Linie eben für den Bid und den Ask. So, Markus, jetzt schick den Markus runter. Genau, vielleicht ganz kurz. Also von meiner Seite nochmal auch, ich muss ja zugeben, ich kenne den Stereo-Trader schon sehr, sehr lange, kenne den Metatrader noch länger. Und bin ja auch schon extrem viele Jahre mittlerweile mit dem Metatrader mehr oder weniger fast verheiratet und muss jetzt hier selbst auch immer nochmal die ein oder andere Verständnisfrage stellen. Also es ist am Ende so, wenn man diesen Stereo-Trader von dir bekommt, von JFD vielleicht auch for free zur Verfügung gestellt bekommt, würde man quasi einmal eine Art Installationsprozess durchlaufen, den zum Beispiel in diesen Videos erklärt ist. Und dann ist es so, dass man quasi jedes Mal, wenn man den Metatrader, wie man es kennt, öffnet, auch gleich alles so ist, wie man es jetzt bei dir sieht? Oder muss man das immer wieder neu alles machen? Nö, das ist genau so. Ne? Also man sieht jetzt hier, ist direkt der Stereo-Trader mitgeladen. Ne? Ich habe jetzt hier nur den Dow Jones zweimal auf, deswegen habe ich jetzt einmal einen passiven und einmal einen aktiven. Aber sobald man das installiert hat, ist es eben genauso, wie du das gerade gesagt hast. Ne? Das heißt also, man muss da irgendwie gar nichts mehr großartig einstellen, sondern macht eben hier jetzt das Symbol auf, also jetzt in dem Fall eben für den DAO und dann sieht es eigentlich direkt schon so aus. Die Farben werden ein bisschen anders sein, aber die kann man sich ja dann eben einstellen. Genau, das ist natürlich, das ist ja wie beim Metatrader alles einstellen. Also, und dann hat man im Endeffekt dieses Panel, wer sich vielleicht schon mal im Future-Bereich damit beschäftigt hat, wie das da ist, ne? Wenn man nur im CFD-Bereich unterwegs ist, man hätte jetzt hier im Prinzip zwei Positionen aufgemacht, hätte man eben auch zwei Positionen ja im Markt drin und hier wird quasi der Durchschnitt aus diesen zwei Positionen gebildet und als quasi ja, Durchschnitts-Opening sozusagen dargestellt. Das ist halt, wie gesagt, aus dem Future-Bereich ist das so, da werden die Positionen halt miteinander verrechnet oder eben zusammengeführt. Finde ich eigentlich auch recht cool und der Kernpunkt ist ja jetzt hier, dass man, was eben bei mir natürlich nicht geht, dass man zum Beispiel eben Teil-Tech-Profite wirklich ganz ohne Probleme reinlegen kann, wo man ja wirklich drei Umwege gehen muss, wenn man mit dem Metatrader gesondert arbeitet. Wir werden übrigens in 5 Minuten die Zahlen bekommen, also durchaus denkbar, dass die Position bis dahin da auch irgendwo so da rumdümpelt, wo sie da gerade rumdümpelt und dann könnte es gegebenenfalls zumindest für die Position schnell gehen, da wir jetzt nicht so weit weg liegen von den jeweiligen Orders, aber genau das wollen wir ja auch irgendwo sehen, egal ob es jetzt nach oben oder nach unten geht, die Zahlen können ja alles bewirken.
Ja, genau. Und da schauen wir mal, wie sich das Ganze jetzt dann gleich entwickelt. Aber es ist zumindest etwas, ich meine, du hast jetzt auch, ist ja fast wie bei mir, sehr, sehr schnell gesprochen, hast viele Informationen in deine Worte jetzt gerade einverpackt. Wer sich jetzt das erste Mal damit beschäftigt und jetzt auch noch das hier sieht, dann wird es ja noch mehr. Ja, man hat schon sehr, sehr viele Möglichkeiten mit dem Stereo Trader, aber man fängt erstmal wirklich, also die Grunddinge, die sind sehr, sehr einfach gehalten und man kann dann eben sich sehr, sehr tief reinarbeiten. Aber man hat am Ende, es ist eigentlich nicht kompliziert, man kann einfach anfangen und man hat viele, viele Möglichkeiten, die wir auch gegebenenfalls sogar zukünftig immer gemeinsam mal in anderen Formaten besprechen, wo wir dann auch situativ mal die ein oder andere Sache uns schnappen und wirklich nur mal eine Sache irgendwo besprechen. Ich würde irgendwie, also wenn ich jetzt handeln würde, ja, würde ich den Stop jetzt schon nachgezogen haben, in dem Falle, ja, wenigstens aufs Hoch, aber ich hätte den wahrscheinlich gar nicht mal da oben gehabt. Also ein bisschen wäre jetzt, aber können wir ja mal machen, zieh mal einfach den Stop vielleicht oder einen Teilstop ein bisschen nach, ne, dass man das jetzt mal zeigen kann, dass man jetzt sagt, okay, man kann jetzt die Position vielleicht auch doppelt managen mit zwei Stops, ne, einen Stop zieht man schon mal ein bisschen nach, den zweiten auch, hat somit ein bisschen Risiko rausgenommen und hat hier halt, das ist wirklich ein guter, wirklich sehr, sehr guter Vorteil im Gegensatz zum klassischen MetaTrader, dass man hier viel einfacher und vor allem, jetzt könnte man weggehen, was bei MetaTrader teilweise nicht geht, weil da kannst du mit Tiltech profiten, je nachdem, wie du das machst. Man kann natürlich auch mit Hedge-Positionen arbeiten, aber sonst muss man ja, wenn man einen Tiltech-Profit tätigen will, vorm Rechner sitzen, weil es dann nur Market in dem Moment geht. Ne? Und hier hat man natürlich eine riesen super Möglichkeit, da auch das zu machen. Ich finde das übrigens auch cool mit diesen, dass man mal schnell mal irgendwie den Vortagesschlusskurs einblenden kann oder irgendwelche Informationen, da hätte ich bestimmt sogar noch mal ein paar Ideen, die wir vielleicht auch noch mit einbauen können. Aber das ist natürlich super, auch gerade, ihr kennt ja auch, wenn ich so die Märkte analysiere oder wenn wir in den Live-Trading-Räumen sind, da sind ja schon gewisse Marken immer mal wieder wichtig, die ich persönlich allerdings nicht permanent im Markt liegen haben möchte, ne? Sondern wenn man mal kurz gucken möchte, okay, wo ist jetzt ein Schlusskurs, wo ist jetzt irgendwie vielleicht ein markanterer Hochpunkt oder irgendwas, mal kurz raufklicken, gucken, ah ja, da ist es und dann wieder ausmachen. Weil für mich ist es ja am wichtigsten, dass der Chart relativ clear ist, also so wenig wie möglich Ablenkung. Aber dennoch möchte man sich ja hin und wieder mal die ein oder andere Information schnell mal anschauen. Ne? Und was jetzt mir als Frage kommen würde, dieses Dow Jones Zeichen dort in der Mitte würde mich total nerven. Mhm. Aber das kann man sicherlich ja auch, weil ich habe es bei mir ja oben rechts stehen, ja, kann man sicherlich auch ohne Probleme irgendwie anpassen, oder? Ja, klar. Natürlich kannst du einfach ausblenden. So, ja. jetzt haben wir irgendwie, kommen gleich die News, mal gucken, was passiert. Genau. Guck mal, jetzt sind sie da. Zack. 45. Ich habe die Long Order hier hingelegt, weil die Mehrheit hat gesagt, wir gehen long. Also liegt es jetzt hier erstmal als Buy Stop. Aber passiert eh nicht so wahnsinnig viel, wie es gerade aussieht. Oh, man weiß es nicht. Gucken wir mal auf die Zahlen. Moment. So, jetzt hat er hier oben. Genau. Ich bin hier nochmal 50 gelaufen, schlechte Zahlen, und aber auch ganz schön schlecht sogar. Mal gucken, was die Service PMIs sagen. Das ist schon 56, die sind wiederum besser. Na, sogar merklich besser. Es ist, ich würde es vielleicht negativ werten, die Zahlen. Mal gucken, so, wo der sich die Liquidität mal schnappt. Mal gucken. Ja. Hätte natürlich jetzt irgendwie, wenn wir jetzt hier nicht nur vorführen würden, hätte man natürlich hier unten, wie du vorhin selber gesagt hast, schon längst den Stop nachziehen können, ne? Aber und da wären wir irgendwie auch schon raus gewesen, aber darum geht es ja jetzt hier nicht, ne? Sondern eben so ein bisschen das zu demonstrieren. Also hier ist Folgendes passiert, hier sieht man vor allen Dingen jetzt gleich noch eine andere Geschichte, wo man so denkt, hä, Moment mal, wir haben jetzt zweimal den Dow Jones auf, wir sind immer noch im gleichen Konto, wieso ist links nichts mehr und wieso ist rechts long? Das ist auch ein Feature vom Stereotrader, das nennt man isolierte Strategien. Das heißt, ich kann also den gleichen Markt mehrfach handeln, also mit beliebig vielen Strategien, ohne dass die sich in den Charts ins Gehege kommen. Ne? Und das ist halt eben auch ein Feature, was man, glaube ich, so absolut nirgends findet. Und das heißt, ich könnte jetzt hier genauso gut sagen, na gut, ich bin noch nicht überzeugt davon, dass das funktioniert. Ich mache auch hier jetzt irgendwie meinen Short nochmal auf. Ja. Und irgendwie holen wir die Position nochmal, weil der Long sieht noch irgendwie nicht so wahnsinnig motiviert aus. Und so sieht man zum Beispiel durch dieses Isolieren, das kommt sich also komplett null ins Gehege. Wenn ich sowas natürlich dann im MetaTrader mache und habe dann hier unten eben mein Konto, da muss ich immer erstmal gucken, von irgendwie ganz links, ne, so irgendwie, was habe ich gemacht, gekauft, Moment mal, ist das die Position? Warte mal. Ja, und das heißt, wenn man dann mehrere Sachen gleichzeitig handelt, kommt man sich ja irgendwie dann komplett selber in die Quere. Und das sind so Sachen, die hat man hier
zum Beispiel eben auch komplett aus den Füßen. Ne? So, kann das hier jetzt auch nochmal weiter handeln. Vergessen wir mal kurz die rechte Seite hier. Ich konzentriere mich hier nochmal auf den Short von eben. Einer wurde ja jetzt hier eben realisiert, ist erstmal rausgegangen mit den News, wie man sieht hier auch. Wesentlich schöner dargestellt im Chart. Man sieht, okay, das war das Ergebnis hier minus 55 Punkten. Bezogen auf die ersten 5 Kontrakte ist das eben das und das Ergebnis. Ne? Und taucht dann natürlich in der Statistik hier dann jetzt eben für heute so auf. So, jetzt habe ich hier den nächsten Trade einfach nochmal aufgemacht. Und das ist jetzt hier erstmal der laufende Trade. Wird halt hier direkt mit reingerechnet. Und jetzt versuche ich hier mal ein bisschen intelligenter zu sein als eben. Jetzt gehe ich mal hin und sage, na gut, komm, ich mache mal ein Stückchen raus. Da wird man jetzt Folgendes sehen. Der Break-Even springt rauf. Das macht zum Beispiel eine Future-Plattform in der Regel auch nicht. Warum springt der rauf? Weil ich jetzt hier eine Teilposition im Gewinn realisiert habe. Kann ich jetzt nochmal machen. Und so ziehe ich mir quasi durch dieses Ausskalieren, ziehe ich mir eben meinen eigentlichen Break-Even, beziehungsweise mal eine eigentliche Position, ganz da oben ans Top. Und das macht es halt wahnsinnig übersichtlich. Das heißt, nur mit dem MetaTrader müsste ich jetzt hingehen und müsste dann irgendwie gucken, boah, was habe ich denn gerade geschlossen? Und das, wenn man das irgendwie auf hat, da kann mir keiner erzählen, dass man da noch irgendwie sauber durchblickt und noch irgendwie ein schönes Leben hat. Wenn man da anfangen muss, irgendwie zu kalkulieren, was ist jetzt eigentlich passiert? Und hier sehe ich es immer einfach auf einen Blick. Ne? Ich sehe auch hier direkt, okay, ich bin für heute im Plus, total gut, ja, und habe jetzt hier 2 Teile aufgelöst. Ich nehme noch mal ein bisschen Risiko raus. Das geht jetzt hier alles wahnsinnig schnell, das seht ihr. Weil ich habe hier oben 2,5 Kontrakte jetzt eingestellt. Ursprünglich habe ich 2x5 verkauft. Und ich nehme hier die ganze Zeit Teilgewinne raus. Könnte ich auch genauso gut hier mit einer Order machen. Ich kann das auch noch weiter verkleinern. Zum Beispiel jetzt hier dann eben eine Order hinlegen. Ich nehme den Take Profit mal ganz raus. Mal gucken, wenn wir da unten den auch noch kriegen. Und dann wird man sehen, den Break-Even sieht man schon gar nicht mehr. Ja, weil meine Position, ich mache das hier mal kleiner. Da oben ist mein Break-Even. Da müsste er jetzt hinlaufen mit dem, was jetzt noch irgendwie drin ist, um aus dem Trade quasi eine Nullnummer zu machen. Ich hoffe, das ist verständlich. Also ich weiß, das ist gerade so ein bisschen schnell und viel. Aber nochmal, ich habe nichts anderes gemacht als Teilverkäufer, als beziehungsweise ich habe 2x gekauft, beziehungsweise 2 Short-Positionen gekauft, also 2x verkauft und habe 3x Teilauflösungen mit jeweils einem Viertel quasi gemacht. Und das, was hier passiert, warum das da oben hängt, das ist jetzt nicht irgendwie Scam oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur, hier wird eingerechnet, was jetzt gerade überhaupt noch drin ist, was schon verkauft wurde, seit ich den ersten Trade aufgemacht habe und was, wo eigentlich mein rechnerischer Break-Even ist, also das, wo der Markt jetzt hinlaufen müsste, damit die Nummer eben nicht mehr aufgeht, beziehungsweise bis sie bei Null ist. Und so kann ich halt wunderbar und völlig übersichtlich hier ein sehr schönes Trade-Management dann eben machen. Ich rette den mal hier kurz auf der rechten Seite, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und so kann ich mir halt ein schönes Trade-Management machen und wo ich halt einfach immer den Überblick habe. So, hier sieht man, da war jetzt diese Long-Order, die ist jetzt auch gerade gefüllt worden und jetzt ist meine Position nur noch 1,5 groß. Ich hoffe, man kann das hier erkennen. Nicht, hier oben steht es natürlich auch nochmal, der Break-Even wandert halt immer nur weiter rauf. Das ist aber eine Sache, die kann man auch abschalten, dass der hier unten bleibt und dann gibt es hier oben stattdessen so einen gelben Strich, der sagt mir, ey, hier ist eigentlich mein Break-Even und das hier ist jetzt einfach nur noch die Position, die drin ist. Ich finde es aber so mal ein bisschen netter, sieht einfach ein bisschen spektakulärer aus, aber das kann ja natürlich jeder machen, wie er will. So, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe genug von der Nummer, dann kann ich jetzt sagen, na gut, da unten vielleicht kriegen wir noch irgendwie einen Trail oder ich mache es ganz klassisch eben und setze mir meinen Take Profit eben da unten hin, ja, und traile nicht oder ziehe den Stop manuell hinterher oder was eben auch immer. Ne? Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier ein Trading Stop, nur um es auch einmal ganz kurz gezeigt zu haben, da gibt es halt irgendwie so ein paar Intelligente, die sich zum Beispiel dann an die Kerzen dranhängen, an Hochs und Tiefs von Kerzen, an Außenstäbe, an SMA 20 und so weiter. Das kann man alles hier halt auswählen, wie man so ein Ding getrailt haben will. Und hier ist es zum Beispiel so ein typischer für Scalping TA6. Das heißt, der guckt jetzt immer irgendwie 6 Ticks und rechnet darauf einen Durchschnitt. Und auf das, was dann rauskommt, habe ich einen Abstand von 5 Punkten. Da hänge ich mich dran. Und das sieht dann zum Beispiel so aus. Ich beschleunige das jetzt hier mal kurz.
wir tun mal so, als wäre der Markt schon da. So, dann hängt es jetzt da unten dran. Und wenn es jetzt einen Stich gibt, und dann läuft er eben auch nett mit runter, ne, weil er halt eben nicht ganz dran hängt. Aber okay, ist jetzt nicht weit gekommen, aber die Wohle ist auch gerade so ein bisschen überschaubar. So, und hier habe ich jetzt mein Ergebnis von dem von der ganzen Nummer, ne, von beiden Sachen, die wir jetzt hier gemacht haben. Und so sieht es eben aus. Ne? Das heißt, hier steht dann auch nochmal, wenn man die Maus drüber hält, müsste es eigentlich kommen. Oder ist es am Exit? Ne, ist hier am Exit. Da steht nochmal alles genau drin, wo mein Open war, wo ich flat gegangen bin. Initiales Volumen, 5 Kontrakte, insgesamt 10, 2 Positionen, PL und so weiter, 92 Punkte. So, und das ist natürlich, ich weiß, das ist viel Text gerade, aber ne, das jetzt irgendwie verglichen mit dem, was ich hier unten machen müsste, viel Spaß. Genau, also zum Beispiel wäre es jetzt so, also ich habe nebenbei, wir gehen mal ganz, ich würde mal ganz kurz meinen Bildschirm zeigen. Moment, da habe ich natürlich den nicht drauf, aber da haben wir ja die Analyse von mir. Moment. So. Ich hatte ja, wir haben ja in der US Opening Bell den Bereich hier oben als potenziellen Short-Bereich klassifiziert gehabt. Und dann hatte ich ja gesagt, dass die Zahlen durchaus für Short sprachen und musste jetzt allerdings nebenbei, deswegen ist meine Short-Position dann schon wieder raus, ja, habe jetzt hier oben den Bereich mir dann auch schnell geschnappt und wollte hier eigentlich einen Teil-Take-Profit nur tätigen, hatte aber einen Gesamt-Take-Profit drin und ich war so schnell, konnte ich den gar nicht rausnehmen, um eben einen Teil zu schließen und dann ist die Gesamtposition in Take-Profit gelaufen, was ich hier absolut nicht machen wollte, aber ne, in einem Webinar und man ist schnell, so schnell, der ist ja so schnell nach unten geraucht, ja, und von daher Einstieg super, Ausstieg kack, entschuldigt. Nicht schön. Ist das schon ein guter Grund, den wir jetzt hier gerade dann genannt haben. Und deswegen finde ich das ja auch super, so super wirklich, Dirk, weil man kann damit sich wirklich eine Verbesserung reinholen. Und wenn man dann natürlich, ich meine, traden muss man trotzdem, also man muss trotzdem verstehen, was man macht. Eine Software ist immer nur so schlau, wie derjenige, der sie bedient. Ja? Aber sie hat eben verschiedenste Möglichkeiten. Und man hätte jetzt hier mit dem, also wie gesagt, ich bin im Webinar nebenbei kurz die Order reingepackt, da unten erstmal ein Take-Profit, den ich im Prinzip ja eigentlich ein Teil-Take-Profit hätte sein sollen. Ne? Und ihr seht ja, was ich da jetzt habe auf der Straße liegen lassen. Der Gedanke, den Bereich hier oben, ja, 15 Uhr in der US Opening Bell besprochen, potenzieller Bereich um den Dow Jones, wir hatten das für die Nasdaq besprochen, die ist allerdings übrigens nicht nach oben gekommen. Ne? Die ist da oben nicht reingekommen und der S&P 500, habe ich gar nicht geschaut, auch mit Abstand nicht. Aber im Dow Jones hat es halt geklappt. Ne? Da ist der Bereich, den wir uns zurechtgelegt hatten, super angelaufen worden. Zahlen waren wirklich leicht schlechter und ihr seht ja, was passiert. Dass da eben dann doch in Kombination, aber hier dieser Abwärtsmove ist ja im Prinzip jetzt nochmal so ein bisschen ein Brandbeschleuniger für das, was gestern nachbörslich durch die Earnings passiert ist, was die Zahlen jetzt mit sich brachten. Also das ist jetzt nicht nur die Reaktion auf Basis der Zahlen, sondern das ist das von gestern, das schlechte Sentiment plus die Zahlen. Gut, dann gehen wir wieder zurück zum Stereo Trader. Ja, und schauen uns das Ganze an. Deinen Bildschirm hier geteilt. So, jetzt muss ich mal gucken, ich meine nochmal finde. Okay. Ja, das ist natürlich dann halt irgendwie schon genau das, ne? Dass man halt eben, man muss sich natürlich ein bisschen damit befassen, das ist halt auch klar, ne? Aber so diese Basics, die wir da gerade jetzt auch nur angesprochen haben, die sind eigentlich echt kein Hexenwerk, ne? Und das kriegt jeder hin, ne? Weil hier schreibt zum Beispiel irgendwie gerade, wer war, was? Moment, Lion Online. Ich hätte immer das Gefühl, mit dem Stereo hat er was falsch zu machen, beziehungsweise den Umfang nicht voll ausnutzen zu können. Du musst den Umfang ja gar nicht voll ausnutzen. Ne? Aber ich glaube, diese Basic-Sachen, ne, wie wir hier gerade hatten, das hat man tatsächlich doch irgendwie in einer halben Stunde hat man das gelernt. Oder dann handelt man eben mal irgendwie einen Tag mit einem Demo-Account irgendwie drauf und dann hat man das drin. Ne? Weil das, naja, da muss ich kurz zwischengrätschen, Dirk. Das sehe ich nicht ganz so. Also guck mal, allein die ganzen Trailing-Varianten, die du da gezeigt hast, also das verstehst du nicht von jetzt auf gleich, wenn du dich mit Trading nicht beschäftigst. Deswegen wäre von mir mal die Frage, wie kann man denn, also wenn du hast, geh da ja dann nochmal kurz auf den Button mit diesen ganzen Trailing-Varianten da. Ne? Ja, die Trailing-Varianten, klar, über die reden wir jetzt hier nicht. Ich rede ja nur über die Basics, ne? Also ja, Orders okay. Rein, raus. Genau, und das. Und man kann es ja erstmal, wenn man jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, du kannst ja nochmal alles zuklappen, so wie er im Endeffekt ja erstmal kommt. Ne? Klar, so, und dann kann man ja anfangen, erstmal sich mit Long, Short und vielleicht Teil-Take-Profiten zu beschäftigen. Also das, was man eh immer macht. Ja? Oder auch Gesamt-Take-Profit oder eben dann auch händisch erstmal bedienen, ja, Stops nachziehen, so wie man es ja sonst auch macht. Und dann
überlegt man, okay, man kann sich ein Webinar anschauen, man kann sich vielleicht mal mit einem YouTube-Video beschäftigen, wo der Stereo Trader erklärt wird. Und dann kann man natürlich anfangen, nebenbei, vielleicht auf einem Demo-Account, eben auch mal die ein oder anderen Features auszuprobieren. Und dann wächst man natürlich rein. Ja, weil ich sehe es so, dass man, wenn man natürlich, und das ist die Angst, ich verstehe das, weil ich bin da genauso, ich bin eigentlich jemand, der eine Chartsoftware nutzt, die am besten nur 3 Knöpfe hat, ne? Long, short und rausgehen, ja, vielleicht noch Positionsgröße einstellen und fertig. Idealerweise dann natürlich geht's los, ne? Limit-Einstieg, Market-Einstieg, dass man so, ich meine, ist ja auch so ein bisschen angelehnt, ich denke, du hast auch dir damals beim Kreieren den Ninja Trader bestimmt auch mal angeschaut. Das ist ja so die Future-Software, die ich schon viele Jahre nutze. Die kommt ja, im Prinzip auch bis heute nicht verstehe. Oder? Den ich bis heute nicht verstehe. Was? Ja, nicht? Ich habe mir den, tatsächlich, ich habe mir natürlich damals irgendwie, als es losging, ganz viele Plattformen angeguckt, ne? Unter anderem natürlich auch den Ninja Trader damals, aber hey, also auf der einen Seite, ich darf jetzt ja hier nicht einfach was über die Konkurrenz sagen, aber nur insofern, ich habe es nicht verstanden. Also das war irgendwie so und auch heute noch, wenn ich das Ding aufmache, jetzt ohne die schlecht reden zu wollen, die haben eine riesen Anhängerschaft und das hat auch ganz sicher seinen Grund, aber mir, das fühlt sich irgendwie merkwürdig an. Da musste mal so, ich müsste jetzt lügen, aber so irgendwie so 12, 13 Jahre bei YouTube zurückblättern, ja, mal Markus Klebe Ninja Trader eingeben, da findest du von mir Erklärvideos. Hättest du dir die mal vor 12, 13 Jahren angeschaut? Ja. Nein, aber Spaß beiseite. So, das ist es auch schon her, tatsächlich. Ja. In der Tat. Spaß beiseite. Ja. Aber gut, wir machen jetzt hier keinen Linientrailer, wir machen nicht. Nein, es ist ja wichtig, was ich damit sagen wollte. Also für mich war halt diese Software halt, da gab es nicht viele Knöpfe. Ne? Und dann ist man halt rein raus aus der Position, Positionsgröße einstellen. Und dann kann man natürlich auch dort, sage ich mal, umfangreicher werden. Und so ist es ja hier auch. Du kannst natürlich erstmal als Neuling dich anfangen, mit den grundlegenden Grundbausteinen, mit den Basics zu beschäftigen. Da gebe ich dir recht, Dirk. Ne? Da hat man natürlich mal in einer halben Stunde das raus. Und im Worst Case, und das wäre ich ja der Gedanke auch, den wir mit JFD so ein bisschen verfolgen. Dirk, wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, ob wir vielleicht ja auch zukünftig immer mal wieder so ein paar Informationswebinare machen, wo wir dann eben auch mal einfach anfangen. Wir ziehen uns den, wir starten mit dem nackten MetaTrader und ziehen uns den Stereo Trader rein und dann machen wir die ersten Schritte alle mal zusammen, stellen die Videos natürlich auch im Nachgang dann online und gucken, dass ihr eben diese Angst verliert. Ich verstehe das, weil wie gesagt, ich habe auch schon alles ausprobiert, was es an Trading-Software-Lösungen auf dem Markt gibt, auch in den letzten 20 Jahren, was es so gab. Viele davon auch extremst kompliziert, auch teilweise, vielleicht nicht extrem unzuverlässig, aber doch teilweise auch recht buglastig, ja, wo man da eben dann irgendwie auf einmal irgendwas nicht funktioniert oder dann doch die Kurse weg waren, alles schon erlebt. Ja, klar. Das sollte ja logischerweise nicht passieren und deswegen ist es natürlich sehr, sehr interessant, sich dann vom Grund erstmal damit zu beschäftigen, aber ich persönlich, und da werde ich auch selbst ein bisschen mehr einsteigen, tendiere schon dazu, auch mich mit dem Stereo Trader jetzt auch tiefgründiger zu beschäftigen und ihn dann auch zu nutzen, weil diverse Features, die du schon programmiert hast, Dirk, ich wirklich interessant finde, nicht nur den Trailing Stop, sondern eben auch noch diverse, also auch dieser Future Mode, der ist an sich nicht ganz uninteressant, wenn man sich den eben anschaut, beziehungsweise, dass man eben auch dann Positionsgrößenmanagement dann schon so ein bisschen automatisierter fahren kann und eben auch noch diverse andere Dinge, vielleicht auch noch ein paar Dinge von mir mal mit einbauen und dann eben auch noch was so ein kleines Klebe-Add-on gibt, ne? Mal gucken, ja, sodass man dann schon, wie es ja eben mit dem Trade zeigte, sein Trading vereinfachen kann, nicht, also auch verbessern, aber wie gesagt, die Software, die wird einen jetzt nicht auf einmal zum besten Trader der Welt machen, sondern man muss natürlich trotzdem verstehen, was man da macht, warum der Markt hoch oder runter geht und so weiter. Ne? Aber das ist schon wirklich sehr, sehr schön, was du da gebaut hast, ne? Ohne dass ich jetzt irgendwie, ich kriege von dir kein Geld, ne? Ach gut, haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, aber gut. Genau, also um hier ganz kurz auch noch was einzugehen, vielleicht der Punkt, den hier gerade jemand gemeint hat, ich hätte Angst, was falsch zu machen, Lehrgeld zu bezahlen. Es gibt noch eine nette Funktion, die würde ich gerade noch hier zeigen. Ich habe jetzt hier ganz bewusst mal rechts mal richtig Mist gebaut, ja, und habe jetzt hier den ursprünglichen Long hier aus der Abstimmung, den habe ich mir mal genommen und habe den jetzt hier unten einfach mal verbilligt, ja. So, und dann kann man auch zum Beispiel auch generell, egal ob man jetzt irgendwie sowas macht,
ob man sich wirklich irgendwie so ein bisschen mies dran stellt oder generell so ein bisschen Sicherheit haben will. Man kann auch zum Beispiel hingehen, kann sagen, so, ich mache hier, ich klappe hier Auto-Exit auf, ne, das hilft einem ja auch so ein bisschen. Und da kann ich eben sagen, pass mal auf, generell, ich will jeden Tag, will ich aber doch irgendwie um 21.59 Uhr, will ich flat sein. Trage ich hier mal ein, das ist schon mal meine Handelszeit. Sondern weiß ich schon mal, okay, 21.59 Uhr, wenn ich nicht mehr da bin oder eingeschlafen bin, das Ding stellt mich schon mal glatt. Dann könnte ich auch hier sagen, pass auf, das Konto ist 50.000. Ja, ich weiß, war alles nicht so gut. Mein Daily Limit liegt bei irgendwie 2.000. Ja, dann trage ich hier 48.000 ein. Und wenn das erreicht ist, und dann nimmt er mich halt auch raus. Das sind eben auch solche Sachen, wo man sich selber auch so ein bisschen besser kontrollieren kann. Ja, nur mal zum Beispiel. Also ich habe jetzt hier auch keinen Stop drin, aber trotzdem, es würde halt nichts passieren. Ja, weil das Konto wäre schon noch da, egal was der Markt jetzt macht, weil er mich eben dann halt hier bei 48.000 zum Beispiel dann halt eben rausnimmt. Das sind so kleine Helferlein, die ja jetzt wirklich nicht schwer sind, die zu verstehen. Und die einem aber auch eben so ein bisschen Unterstützung dann noch geben. Natürlich muss man die Software dann auch laufen haben. Das ist halt schon klar. Das heißt, man sollte dann irgendwie nicht den Computer ausmachen. Das ist dann natürlich ganz schlecht. Ne? Weil dann ist natürlich nur noch das, was beim Broker ist. Und dort ist entweder ein Stop oder kein Stop. Und das ist dann, was dann halt eben dann natürlich nicht so wahnsinnig hilfreich wäre. Das heißt, man muss es schon laufen lassen. Deswegen Empfehlung ist auch immer irgendwie auf dem VPS. Oder eben auf einer Kiste zu Hause, die wirklich durchgehend läuft, an einem sauberen Internet. Aber dann hat man eben solche Geschichten auch noch als zusätzliche Unterstützung. Kann man das auch, auf jeden Fall, also kann man das auch marktabhängig machen? Also dass du jetzt sagst, pass auf, im Markt XY ist immer das Risiko, im Markt XY das Risiko, oder ist das jetzt nur Ja, das hier ist jetzt nur auf diese Strategie und diesen Chart bezogen. Die Strategie, die ich jetzt hier eingestellt habe, ich habe das ja vorhin so im Hintergrund ganz schnell gemacht, wo du noch am Reden warst. Ich habe ja diese beiden da isoliert, das Thema hatten wir schon mal und habe das hier über das Menü einfach nur gemacht, schnell eine neue Strategie. Und das heißt, auch das, alles, was ich hier einstelle, bezieht sich nur auf diesen Chart mit dieser Strategie, die jetzt da gerade läuft. Hätte mit dem jetzt nicht zu tun. Ich kann das ja mal. Allgemein geht es trotzdem, oder? Also ich kann es auch im Allgemeinen machen. Oder immer nur für den einen Markt oder Chart? Man kann es im Moment tatsächlich nur für diesen einen Markt oder Chart machen. So, ich habe es jetzt hier mal kurz. Dass man sagt, man hat eben, weiß ich nicht, 5 Positionen offen und wenn da eben ein gewisser Verlust oder vielleicht auch Gewinn eintritt, wird auch alles geschlossen. Das ist tatsächlich ist ein geplantes Feature. Dass man hier einfach sagen könnte, so overall, also über alle Charts, dann halt eben über alle Strategien, über das ganze Konto. Das ist tatsächlich, das ist schon ein bisschen länger geplant, das soll aber auch eigentlich nicht mehr hier drin sein, aber würde jetzt ein bisschen genau, das müsste dann eigentlich extra, dass man irgendwie, ja. Genau, dass man so ein Risikomanagement-Tool hat, wo man, für mich wäre zum Beispiel auch interessant, was ich mir selbst auch jetzt zum Beispiel, weil ich ja aus dem Urlaub kam, dann habe ich mir Montag und Dienstag zum Beispiel gesagt, pass auf, ich taste mich langsam ran, und möchte halt zum Beispiel nur 3 Trades machen in der Nachmittagssession. Ja, und wenn man da, ich kriege das auch ohne Software hin, aber wenn man sich da im Prinzip einbremsen möchte, klar, man kann natürlich jederzeit dann die Regularien wieder verändern, aber man hat zumindest eine Barriere mehr, die man machen müsste. Ja, und sowas würde für mich zum Beispiel sehr, sehr interessant sein, weil ich weiß, sowas kann helfen, vor Overtrading, also weil, und das ist ja einer der Kernpunkte, der auch gerne mal falsch gemacht wird, ne? Man fängt sauber an zu traden, macht den ersten Trade, den zweiten Trade, alles ist irgendwie auch noch nach Regelwerk und irgendwie sehr, sehr sauber, aber dann läuft es halt vom Ergebnis her nicht so und dann fängt man an, irgendwelche Mist zu bauen und am Ende hast du 30 Trades und wolltest eigentlich nur 2 machen. Da zumindest eine Barriere einzubauen, ich meine, man bräuchte ja dann nur ins Menü gehen und es wieder umstellen. Ne? Dann hat man die Barriere wieder weg. Aber es ist schon so, dass sowas helfen kann, meines Erachtens nach. Ja, ja, total. Nee. Deswegen, das ist eigentlich ein eigenes Tool, was auch irgendwie, ich sag's, es ist wirklich nicht so dahingesagt. Das ist schon ganz lange geplant, dass man nämlich genau sowas hat, wo man sich das halt eben das alles einstellen kann. Und dann halt eben auch, dass auch eine Sperre quasi kommt, ne? Dass man irgendwie plötzlich auch nicht mehr handeln kann. Und ja. weil man sich selber eben so eine Sperre gegeben hat. Ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, umgeben kann man natürlich jede Sperre, ne? Das ist halt irgendwie auch klar. Man kann sich ja auch irgendwie auf gut Deutsch gesagt auch, ne, mit aller Gewalt irgendwie selbst verarschen.
Und davon wird einen das nicht abhalten. Aber es ist ja dann auch eher so ein Reminder, so nach dem Motto, ey Markus, guck mal, das genau. ist das, was du gestern gut fandest. Vielleicht denkst du nochmal drüber nach. Ne? Genau. So, ja, genau so, sowas halt. Ne? Finde ich persönlich halt auch sehr gut, weil ich kenne das. Ne? Genau wie du sagst, man hat gute Tage und denkt so, heute, ey, boah, geht ja alles. Und dann irgendwie, ach komm, einer geht noch. Und dann, den hättest du besser gelassen. Ja, komm, den kriege ich schon noch gemanagt. Und danach so, oh nein. Ne? Und ruckzuck bist du genau in dieser Schleife dann halt gefangen. Das ist natürlich echt, davor ist irgendwie so gut wie keiner gefeit, behaupte ich mal irgendwie. Genau, das sind schon dann eben auch Punkte, die einen schon auch bis zum gewissen Grad besser machen können. Besser heißt ja auch schon mal, wenn man eben nicht mehr im Freefall von der Kapitalkurve nach unten fällt, sondern zumindest erstmal anfängt. Ne? Der erste Schritt ist ja, nachdem man, meistens ist es ja so, man fängt an, es läuft irgendwie alles gut, ja? Dann fängt man an, ein bisschen mehr zu machen und dann merkt man, okay, läuft doch nicht so gut. Und dann ist es ja der erste Schritt, dass man erstmal anfängt, irgendwo zumindest alles irgendwo in Richtung Break-Even hinzubekommen und dann eben der nächste Schritt, dass man dann natürlich auch mehr und mehr profitabel wird. Und da sind es dann schon so eine Dinge, die wirklich, also harte Fehler sind das ja für mich, wenn du, also zum Beispiel, was ich verbilligen wäre sowas oder entsprechend, wenn man sagt, okay, ich will halt vom Risikomanagement her am Tag nicht mehr als 0,5% verlieren oder 1% oder was weiß ich und genau. Will das dann eben in Kombination, also entweder soll quasi der Hauptfaktor 1% Verlust am Tag sein oder der Hauptfaktor soll 10 Trades sein, können ja alle Break-Even sein, dann ist trotzdem die Trade-Anzahl vorbei, obwohl ich meine Verlustgrenze noch nie erreicht habe. Da kann man ja Grenzen setzen, denn es ist schon so, also wir alle sind Menschen und wie gesagt, das ist ja erstmal in dem Sinne auch nur eine Hilfe, so eine Software, ne? Und wenn man 10 Trades gemacht hat und die eben sauber gemacht hat und eben, wir sehen ja, wenn ein Trade läuft, ne, und man hätte den jetzt auf der Short-Seite noch, dann hat man ja erstmal nur einen Trade. Ne? Und wenn du da 10 machst, dann bist du mitunter eben auch mal schon mal ein paar Stunden vor der Kiste. Und wir können allesamt, und da würde ich auch keinen ausnehmen, von der Konzentration her sind wir irgendwo begrenzt. So, und darum sollte man sich da auch meines Erachtens nach begrenzen von vornherein, gerade am Anfang, ne, auch sagen, weiß ich möchte zum Beispiel nur 2 Märkte gleichzeitig handeln oder irgend sowas. Weil zum einen ist es bei mir so gewesen damals, wenn ich mir diese Grenzen gesetzt habe, dann habe ich natürlich auch dreimal darüber nachgedacht, ob ich jetzt den nächsten Trade mache und wirklich, ist es jetzt wirklich ein sauberer Trade oder ist es eben vom Regelwerk her eigentlich gar nicht so sauber, aber ich mache ihn einfach. Weil wenn ich dann vielleicht schon 2 Trades habe, bleibt mir nur noch einer übrig und mit dem will ich ja idealerweise so bestmöglich, so sauber wie möglich arbeiten und das begrenzte mich dann schon auch in den Trades, die dann irgendwie am Ende eigentlich gar nicht so viel Sinn machten, dass ich die dann einfach auch nicht mehr machte. Ja. Also da ist schon eine gewisse Sinnhaftigkeit meines Erachtens nach dahinter und wenn es das dann eben auch mal gibt, cool. Finde ich wirklich perfekt. Ja. Also hier hat gerade noch auch jemand geschrieben, Lion war das auch nochmal irgendwie, Moment, ob das halt irgendwie, weil gemeint hat, wäre irgendwie nur ein Konto und es ist irgendwie alles das Gleiche und es wäre kein Problem, das von hier nach da auszulösen. Also generell ist es im StairTrader so, egal wie viele Instanzen du vom MetaTrader oder StairTrader installiert hast, die kommunizieren alle untereinander. Ne? Also generell, also das ist ja auch wichtig, weil wenn man zum Beispiel irgendwie mal angenommen, ich habe jetzt hier noch irgendwo einen MetaTrader auf und nochmal einen StairTrader drauf und handle dort dann auch den Dow Jones, ja, und dann würden die sich ans Gehege kommen. Aber auch das erkennt der StairTrader. Das heißt, so eine komplett übergreifende Kommunikation findet sowieso statt. Ne? Also es ist eben auch nur so ein Sicherheitsding, was da drin ist. Außer man handelt es auf 2 verschiedenen Computern irgendwie, die noch irgendwie in 2 verschiedenen Häusern stehen, dann wird es dann irgendwann schwierig. Ne? Aber generell, solange das irgendwie auf einer Kiste halt alles drauf ist, wird das alles auch untereinander erkannt. Das heißt, dieses Tool, über das wir da geredet haben, würde auf jeden Fall dann über alle StairTrader bzw. MetaTrader-Instanzen drüber hinweg funktionieren. Wann können wir denn damit rechnen? Jetzt ich, Pistole auf der Brust. Naja, ich bin jetzt erstmal weg. Aber das wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich will mich aber jetzt hier nicht festnageln lassen, wenn wir natürlich noch ein paar andere Baustellen haben. Und das ist aber so eine ganz persönliche Wunschbaustelle von meiner Seite, die ich irgendwie schon ganz, ganz lange irgendwie auf dem Schirm habe. Und die wird auch auf jeden Fall kommen. Also das ist auf jeden Fall klar. Dann hier vielleicht noch ganz kurz noch eine Frage, greife ich gerade noch auf. Kann ich in derselben MT5-Instanz den StairTrader im anderen Chart nutzen und im anderen einen EA? Kannst du? Du kannst sogar hingehen. Es gibt EAs, also Expert Advisors, ne? Also für die das nicht kennen, die eben selbstständig handeln und irgendwie Trades aufmachen. Das macht der StairTrader ja nicht. Das ist ja erstmal nur zur manuellen Unterstützung.
auch wenn es EAs für den Stereo Trader gibt. Aber du kannst also generell auch mit dem Stereo Trader zum Beispiel das Exit Management von einem EA machen, der dann einem anderen Chart läuft. Auch das geht zum Beispiel. Das heißt, du kannst dem Stereo Trader mitteilen, pass mal auf, ich habe hier einen coolen EA, der hat die und die Nummer, übernimm du mal die Exits, ne, weil die Trails von dir so cool sind oder wie auch immer. Auch das geht. Ne? Und das wurde irgendwie tatsächlich auch schon mehrfach im Support angefragt. Und weil es gibt viele EAs, die haben gutes Entry Management, aber kein gutes Exit Management. Und die ganzen Exit-Sachen, insbesondere mit dem, was halt hier halt an Trailing möglich ist, die sind halt eben statistisch erwiesenermaßen einfach richtig gut. Und das kann man dann schon irgendwie ganz nett dann auch kombinieren. Also das geht. Kann man das Trade Management auch auf Basis der Equity Curve machen? Auf Basis der Kurve, also auf Basis der Equity, ja. Auf Basis der Kurve nicht. Und ich will mich hier noch nicht ausstopfen lassen. Ich habe hier ein Riesenkonto. Ich will nur ein bisschen mal gucken, ob da noch irgendwas kommt, ob mir hier noch irgendwas zeigt. Also bitte nur nochmal, ne, auch wenn ich hier rumklicke, das ist hier gerade, ne, nur damit ich irgendwas klicken kann. Das ist ein Demokonto, hier passiert nichts, ist keine Trade-Empfehlung. Bitte nicht einfach nachmachen. Ja. Ich habe hier nichts im Blick gerade. Ich versuche nur gerade, ob ich nochmal ein Beispiel hinkriege mit einem Trade-Management in irgendeiner Form. Ne. Deswegen klicke ich hier zusammen. Bitte nicht nachmachen. So, sorry, Markus, was war nochmal die Frage? Equity Curve. Ne? Entweder an der Equity Curve beziehungsweise an der Kapitalkurve, beides. Ne? Also kann man daran das auch ausmachen? Also als Beispiel, wenn bei mir ist es so, wenn ich im Drawdown bin, dann habe ich manchmal ein anderes Trade Management, als wenn ich gerade an den Kapitalkurven hochs bin, ne? Oder Equity hochs bin. Ne? Also hier muss ich, glaube ich, mal einstreuen. Also generell, der Stereo Trader hat eine API. Das heißt, man kommt von außen an den ran und kann sich alles Mögliche selber zurecht programmieren. Dazu muss man aber ein bisschen programmieren können. Das heißt, wenn man einen hat, der irgendwie halt schon mal programmiert hat oder so ein bisschen Skills hat, der kriegt das mit dem Stereo Trader hin. Ja, also es ist ähnlich ja auch wie, ne, wie du hast ja vorhin eh erwähnt mit dem Ninja Trader. Der hat auch eine Schnittstelle und die hat der Stereo Trader eben auch. Das heißt, möglich ist alles. Alles nur Denkbare. Im Zweifelsfall muss man dann aber eben halt mal einen Editor auspacken und halt ein bisschen coden. So, ich versuche hier gerade noch mal ein bisschen, mal gucken, ob wir so ein bisschen Rücklauf hier noch kriegen, mal so eine quasi Rettungsposition hier zu bauen, ob das gelingt. Also hier, wie man sieht, ich bin die ganze Zeit am Verbilligen, bis der Arzt kommt. Und mal gucken, ob das hier noch irgendwie in irgendeiner Form rettbar ist. So, wenn ihr noch Fragen habt, aber generell bitte gerne her damit. Ich habe hier YouTube im Auge. Markus, wenn du noch was bei GoToWebinar hast. Moment, ich habe ja hier auch, nee, also nur, dass es cool wäre, wenn wir da eben auch öfter mal drauf schauen. Achso, jetzt kommt ja auch nochmal, ob du mal die Limit-Pullback-Order zeigen kannst zum Einstieg, aber das ist jetzt, glaube ich, in dem Marktumfeld nicht so, macht keinen Sinn, glaube ich, ne? Oder ich das richtig verstanden habe. Ja, nicht so wahnsinnig viel. Ne? Also das ist halt eben schwierig. Das heißt, also Limit-Pullback-Order, aber um es mal kurz zu erklären, die ich noch nie gesehen habe. Es gibt aber in meinem YouTube-Kanal ein paar spektakuläre Videos dazu, was die halt eigentlich macht, weil die halt eigentlich vor allen Dingen bei News eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar, die würde halt, ich kann es versuchen, es zu demonstrieren, ganz schnell. Also wenn ich zum Beispiel sage, egal ob jetzt hier zum Entry oder hier wäre es jetzt eine Teilauflösung, ich sage, na gut, oberhalb der 40.000 würde ich irgendwie mal ein paar Kontrakte rausnehmen. Ich weiß, es klingelt hier irgendwie gerade ganz oft, also bitte nicht als es hier dran stören. Dann könnte ich halt sagen, pass mal auf, ich will aber irgendwie auch wissen, dass der Markt auch rückwärts läuft, sonst will ich die gar nicht auflösen. Das heißt, wir reden also über eine Bewegung, oh, jetzt geht mein Zeichentool hier nicht, das ist sehr schade. Wir reden über eine Bewegung, die man sich ja dann so denkt, guck, ob ich das dann hier mit hinkriege, ne, der Markt wäre also wünschenswerterweise sollte er so laufen, möglichst rauf und dann eben, wo habe ich den Pfeil gerade hergeholt, und dann eben nochmal runter. Ne? So eine Bewegung stellen wir uns vor. Und der Ansatz wäre dann zu sagen, na gut, ich will da oben irgendwie short gehen oder jetzt hier in dem Fall eben auflösen. Sorry, ist bitte was? Das ist leider laut, ne?
So, das heißt, ich will also mit einer Short irgendwie in diese Bewegung reinkommen. Eine Limit Pullback Order. Also würde ich jetzt hier eine normale Order hinlegen. Ne? Also die wird nicht vom MetaTrader ausgeführt, sondern vom SteerTrader. Das ist aber ein ganz anderes Thema. So, aber würde ich hier eine normale Order hinlegen, dann ist der Bid, also der unterste Kurs, kommt da eben hin und ich bin raus. Und wie oft sehen wir das zum Beispiel, dass der Markt erreicht mein Level, schießt irgendwie 30 Punkte drüber und kommt dann runter und denkt man sich so, boah, da hätte ich ja noch irgendwie, hätte ich auch 30 Punkte mehr mitnehmen können oder wenigstens 10, 15. Und genau dafür gibt es die Limit Pullback Order. Da kann ich nämlich zum Beispiel einstellen, pass mal auf, hier mein Limit Pullback ist irgendwie 5 Punkte und wir fangen hier mal an bei der 40.000. Ne? Und das würde jetzt bedeuten, wenn der Markt also hier hinkommt, so wie ich es hier eingezeichnet habe, dann müsste der erstmal, da müsste er erstmal 5 Punkte rückwärts laufen, damit diese Order ausgelöst wird. Und das hat eben den Vorteil, wenn der Markt dann aber hier drüber schießt und dann zieht er eben die Order so lange mit nach oben, in einem Abstand eben von 5 Punkten, bis der Markt umdreht. Mal gucken, mit bisschen Glück kriegen wir das jetzt. Und dann werden wir halt relativ schnell sehen, was das ist. Und ich kann eben das jetzt hier, ne, hier wäre es eine Teilauflösung. Wäre ich jetzt flat, wäre es halt eine Short Order. Hier ist es eine Teilauflösung. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Also ist natürlich immer super schwer vorzuführen, ne, weil man nie weiß, was macht der Markt jetzt wirklich. Passt er jetzt dazu, zu dem, was ich hier demonstrieren will oder nicht? So, hier sieht man, ne, die Order setzt sich jetzt erstmal unten drunter. Der Markt läuft über die 40.000 drüber. Ja, die ist aber, ne, und ist jetzt hier einfach nur genau an der 40.000 gefüllt worden. So, jetzt haben wir den Effekt nicht gehabt, deswegen sage ich, es ist super schwer zu demonstrieren. Ist auch so klar eine Psychomarke hier, ne, da wackelt er einfach ohne Ende. So, ich kann es aber nochmal versuchen, aber generell, ne, der Markt muss sich erst in meine Richtung bewegen, damit die Order überhaupt gefüllt wird. Das ist, wenn man eine Teilauflösung macht, wie hier, ist das natürlich alles nicht so wichtig. Wo es aber wichtig ist, wenn ich in den Markt reingehe, wenn ich zum Beispiel sage, boah, ab der 40.000 will ich aber short gehen, als Beispiel. Oder ab der 40.000 long, geht ja umgekehrt genauso. Und wie oft knallt der Markt aber dann eben 100 Punkte drunter, bis überhaupt mal irgendwas passiert. Und das habe ich halt, also wie gesagt, es gibt es in ganz vielen Videos, ist es ganz gut gezeigt, wo man wirklich sieht, wie das Ganze tatsächlich funktionieren kann. Einmal sogar bei den CPI-News, da ist der Markt, glaube ich, 100 Punkte mit der Order nach unten gewandert und hat mich genau am Low gefillt. Und das ist natürlich dann, klar, Premium. Ne? Und es ist auch kein seltener Fall oder kein seltener Einzelfall, sondern kommt wirklich sehr, sehr oft vor. Nur wie gesagt, hier jetzt eine Demonstration. Bevor ich mich jetzt verquatsche, ich kürze es ab, guckt es euch auch, guckt mal im Kanal danach. Ich glaube, das allererste Video ist, zeigt es wirklich sehr, sehr deutlich. Ist nur 3 Minuten lang und dann sieht man sehr genau, was die eben macht. Volumen Profile, wird der eine oder andere sagen, hä, wir sind doch im CFT unterwegs. Warum hast du jetzt da ein Volumen Profile drin? Also erstmal ist es wirklich sehr, 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 sehr schön, dass man in einer CFT-Plattform jetzt hier in irgendeiner Art und Weise ein Volumen Profile anzeigen lassen kann. Jetzt ganz kurz von meiner Seite wieder, weil wie gesagt, ich kenne den Steerotrader auch nicht so. Ist das jetzt sichtbare Range oder ist das das Volumen Profile des aktuellen Tages mit Vorbörse? Wie ist das jetzt hier? Das ist jetzt der aktuelle Tag. Das heißt, ich kann es aber einstellen. Ne, hier in den Setups kann ich bei meinem Symbol eben einstellen, so was eigentlich meine Range ist. Ne, also Profildaten hier, das ist eben von 0 Uhr bis 23 Uhr, wird das jetzt eben dann halt zusammengerechnet. Ne, das kann auch genauso gut natürlich dann hier sagen, na gut, ich fange erst irgendwie 14 Uhr an, weil mich interessiert nicht, was irgendwie morgens passiert. Und dann wird das entsprechend angepasst. Ne? Sieht man jetzt hier, hat sich ja auch verändert. Und dann wird das so passenderweise dazu angezeigt. In dem Falle jetzt vielleicht zum Verständnis, es ist ja normalerweise so, dass man ja reelle Volumendaten benötigen würde, um einen Volumenprofile anzuzeigen, weil es ja normalerweise so ist, dass natürlich die gehandelten Kontrakte im Future-Bereich gezählt werden und dann eben in der vertikalen quasi oder in der horizontalen eben gezeigt wird. Jetzt kann man das im CFD-Bereich ähnlich machen und es ist auch ähnlich aussehend. Ne? Ist das jetzt Future-basiert oder CFD-basiert hier in dem Fall? Das ist in dem Fall jetzt CFD-basiert
Und hängt natürlich immer davon ab, was eben halt dann ja auch vom Broker angeboten wird. Ne? Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt ja generell ja auch die Möglichkeit, mit dem Ding Futures zu handeln, nur jetzt eben nicht in dem Kontext mit JFD. Ich weiß nicht, ob das noch auch mal in irgendeiner Form kommen wird. Das kann ich natürlich nicht beantworten, das weißt du vielleicht besser. Aber hier, um das abzukürzen, ist es tickbasiertes Volumen. Wobei, da haben wir gestern auch schon drüber eigentlich geredet, ne, dass wir eigentlich auch gesagt haben, so hoch ist die Abweichung oft ja gar nicht. Ne? Also gerade wenn es um Point of Control geht, Point of Control, wer das nicht kennt, ist einfach im Future-Bereich ist es der Punkt sozusagen im Markt, wo die meisten Kontrakte gehandelt wurden, ja, in dem Zeitbereich, den man eben angibt, also wo das meiste Volumen gehandelt wurde. Und der Vergleich eben dazu ist im CFD-Markt, also im Tick-Volumen. Dort ist ein Point of Control analog dazu eben der Kurs, wo der Markt sich am meisten bewegt hat. Ja, also wo ein Tick aufgehalten hat. Ja, genau. Und das ist eben ganz oft das Gleiche. Genau, und es ist ja so, da wir ja hier quasi nicht, es geht ja um die Ausprägung, ne? Von daher ist es eben auch beim Tick-basierten ist schon ähnlich. Klar kann es logischerweise Unterschiede geben, wenn wir auf einem Kurs irgendwie mehrere hundert Kontrakte gehandelt haben oder große Batzen mal gehandelt haben. Aber schaut euch mal das Orderbuch Moment, ich kann es mal kurz euch sagen, wie es aktuell aussieht. Dow Jones, muss ich mal kurz hier mal einen anderen Rechner, der ist im Schlummermodus. Jetzt haben wir zum Beispiel, ich lese mal das Orderbuch kurz vor, da haben wir 4, 5, 4, 7, Moment, nee, stimmt gar nicht, das ist der Dings, guck mal, ich das S&P 500, also im großen, ne, Orderbuch vorgelesen, ne, 1, 1, 1, 1, 5, 4, 3, 43, 27, 5, 1, so schnell kann ich gar nicht lesen, ich habe sogar übersprungen, aber es ist ganz, ganz häufig eh 1 und ein Tick ist halt auch 1, ne, und wenn ein Kurs zustande kommt, ist es quasi ja theoretisch im CFD-Bereich ein Tick. Jetzt haben wir natürlich auch in den Futures, aber hier vorrangig im S&P eben auch wirklich größere Batzen im Dow Jones und in Nasdaq ist sehr, sehr häufig die Positionsgröße eh relativ klein. Ja. Von daher, das ist schon ähnlich, immer ähnlich und von daher kann man es nutzen. Gibt es die Möglichkeit auch sichtbare Range zu machen? Also, dass ich jetzt zum Beispiel aus den letzten 3 Tagen quasi mir sozusagen das Volumen Profile anschaue oder aus den letzten 5 Tagen? Mit einem Add-on, wobei ich nicht weiß, ob das dann hier jetzt hingehört und von wem alles, das ist. Nee, alles gut. Ja. Also es gibt alles Mögliche, ne? Und auch da wären wir natürlich wieder an dem Punkt, wo ich sage, ne, programmieren, also triggern, getriggert kriegt man das, ne? Per Voreinstellung nicht, weil der Schwerpunkt liegt eben auf dem Daytrading, ne? Und dann ist immer alles viel mehr auf den aktuellen Tag bezogen, als jetzt eben auf irgendwas drumherum. Naja gut, man müsste, also fürs Daytrading, eben, was ich ja mache, ich gucke mir schon eben auch die letzten Tage an, wo sind halt Bereiche, die Liquidität bringen können. Und da kann man natürlich mit dem Volumen Profile, ist jetzt keine Regel, dass ich mir immer die letzten 3 Tage anschaue, sondern es kann auch sein, dass es manchmal 3 Wochen sind, wenn wir vor 3 Wochen in dem Bereich vielleicht zuletzt waren. Ja. Und dann guckt man natürlich, wo könnten da, oder ist ein Teil meiner Analyse, gucke ich schon, wo sind da Bereiche, die nicht ganz uninteressant waren. Ne? Ich sehe das optisch, ich bringe dafür kein Volumenprofile. Aber jetzt haben wir zum Beispiel den Bereich, jetzt in dem Fall, wenn wir uns jetzt das Bild anschauen, ne, dann haben wir natürlich einen relativ großen Berg jetzt, da wo diese, was da genau in dieser Zone, ergibt sich natürlich irgendwo ein relativ großer Bereich, von dem, wo wir eben A heute drunter waren und welcher dann eben mitunter auch interessant wird, eben wo man sich auch zukünftig vielleicht nochmal A, ein Ziel vielleicht setzt für die Long-Seite oder eben auch einen Bereich sucht für die Short-Seite. So komme ich ja auch unter anderem auf meine Bereiche zum Kaufen oder Verkaufen dann am Ende. Ne? Mhm. Deswegen ist sowas schon nicht uninteressant. Ja, ich meine, was du halt generell hast, ist halt eine Historie hier, ne, in dem Volumenprofil. Das heißt, du siehst ja schon die vergangenen Tage, ne? Also die sind halt alle noch da, klar. Jetzt nur keine Zusammenfassung, so dass du sagen kannst, also vielleicht haben wir uns da auch gerade irgendwie falsch verstanden. Also ich sehe sehr wohl hier. Nee, ich brauche schon. Jetzt, wenn man das sehen würde, würde ich ganz links halt das Volumenprofil dieser ganzen Tage sehen. Also ich habe das in meinen anderen Softwarelösungen, kannst ja das eben teilweise eben machen. Ne? Und dann würdest du halt jetzt hier, ich sehe jetzt den Kurs rechts nicht so genau bei dir, da ist ein bisschen verschwommen, aber man würde jetzt halt quasi aus den, was ist jetzt hier, haben wir heute, dann haben wir Dienstag, aus Montag, Freitag und Donnerstag, nee, aus Montag und Freitag, so, da würde sich natürlich auch ein relativ großer Berg ergeben,
das siehst du theoretisch optisch, ja, aber wer eben zum Volumen Profile als Hilfe benötigt, dass man da natürlich kann man es grafisch darstellen, ist sowas schon nicht uninteressant dann. Ne? Ja, was ich halt recht oft mache, ist halt eben auch, ne, so in die Vortage reingucken und mir dann halt schon angucken, also wenn wir gerade größere Bewegungen haben, wo ist da der nächste interessantere Punkt einfach? Ne? Sieht man hier jetzt ja genauso. Irgendwie letzte Woche, Volumen war eben hier in dem Bereich, also 275, 444 und hier, was ist das? 300, auch nochmal die 400. Ne? Das heißt, und hier haben wir jetzt irgendwie, das heißt, das wäre sehr wohl, zumal auch der Kassaschluss da halt von gestern hier oben liegt, absolut ein interessanter Bereich, um da halt auch nochmal hinzulaufen. Sieht zwar ein bisschen kompliziert aus jetzt hier mit dem Ansatz, aber wenn da unten die Luft ausgeht, also ich denke mal, vom Ansatz sind wir da nicht so wahnsinnig falsch. Wenn hier unten die Liquidität dünn wird, dann muss der Markt ja irgendwo hin, wo Liquidität groß war. Und die ist ja hier oben. Ne? Und das sieht man natürlich damit halt auch, wenn jetzt hier natürlich jede Menge Kerzen sind. Aber hier sieht man dann eben schon durch das Volumenprofil, auch wenn es hier nur Tickvolumen ist, aber schon so ein bisschen genauer, wo es eigentlich interessant wird, wieder da oben. Ja, das ist nicht genau. Bitte? Genau. Ja. Nee, sehr schön. Also ich denke, es wurde jedem, der jetzt heute zuhört, klar, dass wir hier wirklich eine Software, also ein Add-on, wenn man es mal banal ausdrückt, für den Meta-Trader. Nein, nicht Add-on. Eine Softwarelösung haben. Weil es gibt ja Add-ons für den Stereo-Trader, ja. Und Add-ons ja, für Okay. Also wir haben nennen wir es Interface. Ja, ein Interface, echt durchaus interessant ist und auch wirklich für den, gerade für den schnellen, kurzfristigen Daytrading-Handel doch durchaus ein Helferlein sein kann. Und von daher, wie gesagt, haben wir uns ja auch von JFD entschieden, mit dem lieben Dirk wieder zusammenzuarbeiten. Das hatten wir schon mal eine Zeit lang, dann hat das sich irgendwie so ein bisschen im Sande verlaufen. Aber wie gesagt, es ist schon eine schöne Sache, die man hier nutzen kann. Und wie eben schon erwähnt, ich habe es jetzt aufgrund dessen, dass wir jetzt so viel gequatscht haben, gar nicht geschafft. Aber ihr kriegt auch diejenigen, die teilgenommen haben, eine Mail, aber die auf YouTube nicht. Wer in den nächsten 3 Handelstagen bei JFD ein Handelskonto eröffnet, hat die Möglichkeit, den Stereo Trader A for free zu bekommen. Das würde die auch so, also wer zum Beispiel bei JFD Kunde ist, und ein Konto hat größer 5.000 Euro, kriegt auch den Stereo Trader so umsonst und kann ihn sich downloaden. Aber ihr kriegt dann auch noch zusätzlich 2 Monate lang den Handel swap-free. Also wer jetzt zum Beispiel auch Positionen, auch im Währungsbereich zum Beispiel, über Nacht hält oder vielleicht sogar eben über mal 1-2 Wochen, der kennt das, dass man eben Swaps bezahlt. Ne? Das liegt daran, dass man eben teilweise Zinsunterschiede hat durch die verschiedenen Währungen. Und dann hat man eben Swaps und die würden 2 Monate lang erstattet bleiben. Ihr kriegt die dann am Ende des Monats wieder. Sie werden erstmal abgezogen, aber ihr kriegt die wieder. Also ihr habt da wirklich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, euch da auch über 2 Monate lang Geld zu sparen. Und von daher schaut euch das gerne mal an. Ihr kriegt, wie gesagt, diejenigen, die im Webinar mit dabei sind, dazu auch nochmal eine E-Mail. Und wir würden uns natürlich freuen, dass ihr Kunde von JFD werdet, dass ihr dann natürlich auch den Stereo Trader habt. Und wir werden zukünftig, denke ich, Dirk, an dem Punkt hier nochmal das ein oder andere Webinar ansetzen und eben auch nochmal so ein bisschen die Einzelfeatures hervorheben und vielleicht auch nochmal die ein oder andere Idee kreieren, was man noch so an Feature mit hinzuprogrammieren kann. Ich würde mich freuen. Total gerne, natürlich, ja. Ist klar. Also, ja, ja. Du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, das gab es ja auch irgendwie vorher schon mal bei JFD. Und irgendwie hat sich das so, ich will es nicht sagen, im Sande verlaufen, aber am Ende ist es jetzt so, dass wir jetzt ja irgendwie gesagt haben, okay, wir gehen das irgendwie nochmal zusammen an, die ganze Geschichte. Und ich halte da auch gerne meine Nase immer wieder in die Kamera und trage da ein bisschen was dazu bei. Wobei ich eine Sache, gut, spielt jetzt keine Rolle, ich wollte gerade was anderes aufgreifen, aber ist jetzt hier nicht wichtig, weil ich ja eben der Entwickler bin und eben ja auch immer wieder Live-Tradings und Livestreams mache. Und why not? Sehr, sehr gerne natürlich. Genau. Perfekto. Gibt es von eurer Seite noch Fragen? Ich gehe mal nochmal hier ins GoToWebinar rein. So, ich gucke auch mal gerade genau, nochmal hier. Also, Martin fragt jetzt hier nochmal, ob es eine gewisse Kontogröße gibt. Ja, also ab 5.000 Euro wäre das im Prinzip für 2 Monate swap-free. Genau. So, David schreibt jetzt hier nochmal, oder David, welche Broker sind kompatibel, beziehungsweise wo kann man eine Liste einsehen? Also definitiv JFD, sonst gibt es da, glaube ich, keine Liste und, glaube ich, auch kein anderer Broker, oder? Nein, also klar gibt es andere Broker. Er redet gerade weiter, aber hat den Ton ausgemacht, der Dirk, danke.
Nein, also ne, wir wollen ja auch fair bleiben an der Stelle. Also JFD ist ein Top-Broker und da hat man natürlich die Möglichkeit, damit dabei zu sein. Aber es gibt natürlich fairerweise auch noch andere Broker, klar. Aber nicht so free für 2 Monate. So. Ja, ganz nett auf jeden Fall, dass man hier jetzt nochmal sieht, ne, hier durch die Skalierung, die ich jetzt hier gerade betrieben habe, wieder, ne, also ich habe hier einfach quasi nur wild unten rumgeklickt, ne, aber gelingt es dann eben tatsächlich auch aus Trades, die gar nicht so gut waren, dann in irgendeiner Form halt nochmal vernünftig rauszukommen. Ne. Man sieht jetzt hier der Break-Even, das ist das Thema von eben, ne, der wandert halt immer tiefer. Ich stelle das mal nochmal um, sodass halt einfach nur die blaue Linie hier da ist. Und da sieht man, jetzt bin ich hier mittlerweile schön im Gewinn, wobei ich am Anfang da irgendwie völlig falsch angefangen habe, in die Position da reinzugehen. Das ist halt echt immer wieder nice, was man eben mit Skalierung reißen kann und wo man sich wirklich einen guten Vorteil verschaffen kann. Ist auch nicht der heilige Gral, wobei so ein bisschen schon, wenn man es irgendwie gewissenhaft macht, erhöht man dadurch extrem seine Trefferquote. Aber das ist, finde ich, immer so, immer wieder, ne? Eigentlich so das mitunter, ich will nicht sagen simpelste Feature, weil es ist schon viel Rechnerei irgendwie im Hintergrund, um das alles akkurat auszurechnen, wo man eigentlich denn da irgendwie gerade genau steht. Aber diese Transparenz, die ich allein durch dieses dämliche kleine Feature halt habe, ist für meine Begriffe schon so viel wert im Daytrading, weil ich eben, da muss ich ja hoch fokussiert sein. Ich bin ja da manchmal im Sekundentakt unterwegs. Und wenn ich dann aber noch irgendwie damit aufgehalten werde, mir zu errechnen, wo ich denn eigentlich gerade stehe und was ich an Teilauflösungen habe, und das ist ein Stressfaktor, der hier einfach rausgenommen wird. Mit bisschen Glück, mal gucken, der Markt kommt gerade nach oben. Ich habe hier oben ja noch meine LPO liegen, kurz hier vor einem Widerstand, der sich hier gerade ergibt. Mal gucken, ob die jetzt nicht mal geschossen wird. Vielleicht kriegen wir das ja noch irgendwie zum Ende des Webinars hier hin, wenn der DAO uns lässt. Aber sieht irgendwie, erwarten wir mal ab. Ne? Wäre aber halt irgendwie durchaus noch mal eine Möglichkeit, das, was hier vielleicht zu sehen kriegen. Aber na, wie gesagt, wir hatten es ja schon irgendwie auch gehabt. Das gibt es irgendwie in ganz vielen Videos. Also Das Feature mit dem Durchschnittspreis finde ich schon grundsätzlich gut, aber bei dem Reinskalieren wären wir, glaube ich, beide keine Freunde. Mit dem Reinskalieren oder Rausskalieren? Ja. Bitte? Naja, wenn man jetzt da eben versucht, da aus so einer Schieflage da irgendwie ins Plus zu kommen. Nee, natürlich nicht. Ganz anders. Natürlich, ne? Ja. Ja. Aber was man ja eben zum Beispiel halt auch schon mal hat, ist, dass, also ich zumindest mal, dass ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ja gut, ich habe einmal hier einen Support bei der 39.980 und der nächste ist bei der 39.950. Und was der Markt dann aber auch gerne schon mal macht, beziehungsweise 930, was der Markt dann schon mal gerne macht, ist irgendwie die erste irgendwie durchschießen und die zweite nicht erreichen. Und das sind dann eben schon mal Möglichkeiten, wo man sagen kann, ja gut, ich kann es nicht genau eingrenzen, nicht ganz genau, aber halt zumindest in einem Bereich und könnte mich dort zum Beispiel dann versuchen, eben einzuskalieren. Aber das ist natürlich Geschmackssache, wie alles. Ne? Ja, das ist, also ich bin ja eher ein Freund, dass also ich bin jetzt in die DAO-Position gerade mit 15 Punkten Stop reingegangen, ne? Im CFD-Bereich. Also jetzt nicht, waren 80 oder 90, die ich da jetzt mitgenommen habe, auch wenn es ist, hätten wir ja besprochen, das wäre viel mehr gewesen. Und ich gehe dann halt lieber zwei, dreimal rein mit den kleinen Risiken und gucke dann, dass ich die großen Läufer bekomme und komme somit gar nicht in die Bedrohung, irgendwo größere Verlustpositionen zu haben, beziehungsweise wenn man eben, klar, zwischen zwei Liquiditäten hin und her pendelt, im Worst Case findest du keinen Einstieg. Ist halt so. Ja, ne? Genau. Aber es ist, wie gesagt, ich sage ja nur, ich meine, diese Möglichkeit gibt es halt, was man benutzt. Das ist der Punkt, ja. Oder eben mit den Teilausstiegen. Ich meine, Skalierung geht ja in zwei Richtungen. Ne? Einmal einskalieren und einmal ausskalieren. Und das Thema hatten wir ja eben auch. Genau. Ja. Was ja dann hier schon recht gut und geschickt gelaufen ist, ja dann eben. Aber sehr schön. Ich glaube, wir werden Freunde, was den Stereo-Trader betrifft. Ja, das hoffe ich doch sehr. Ja, also ich sag mal, da gibt es schon, also es muss natürlich irgendwo alles sinnhaft sein, es muss natürlich eine Geschmackssache sein und ich werde mir das mal so ein bisschen angucken und dann gucken wir mal, dass wir das vielleicht auch in den Live-Trading-Räumen hin und wieder immer mal mit einbauen, beziehungsweise, dass man dann vielleicht auch, ja, in den Streams wahrscheinlich weniger, weil da handle ich ja nicht, da gibt es ja im Prinzip nur die Analysen, aber wenn wir da eben Handelsevents machen, dass wir da dann eben auch vielleicht mit MetaTrader, ich sage immer MetaTrader, aber Stereo-Trader ist es eigentlich. Kein Add-on für den MetaTrader. Sondern was hast du, wie hast du es gesagt, ein, was war Interface. Interface, ja, ja. Gott, das sind Worte, die ich heute lerne.
Interfail, werden wir mal auf den Unterarm tätowieren, wenn wir nächste Webinar zum Stereo Trainer machen. Es ist ein Interface. Genau. Ja, weil es halt eben so viele Add-ons dafür gibt, ne? Also was heißt viele? Es gibt schon einige gute Sachen eben auch dafür, auch automatisierte Strategien. Und wenn man halt versucht zu erklären, einen von den oder euch Nutzern zu erklären, irgendwie, ja, es gibt ein Add-on für ein Add-on, und dann steigt man halt irgendwie schon aus und denkt so, was ist das denn? Ne? Aber das, ich meine generell, der Stereo-Trader kann einfach mehr als der Metatrader. Der braucht den Metatrader eigentlich nur fürs Konto. Und von daher ist das natürlich irgendwie so, aber okay, ist auch nicht so wichtig. Also im Endeffekt ist es ja zu wichtig, nur zu verstehen, man braucht den Metatrader unten drunter und packt sich den Stereo-Trader drüber und dann hat man ein schöneres Leben. Das ist ja eigentlich alles, was man irgendwie verstehen muss. Genau. Super, Dirk. Ich denke, wir haben eine ganze Menge erzählt und ich denke, dass der ein oder andere wahrscheinlich auch nochmal das ein oder andere Zusatzevent dazu braucht. Ich würde mich freuen, wenn wir da vielleicht auch zukünftig öfter mal zusammenkommen, aber ich denke, es war ein schöner Einstieg und von daher seid ihr wieder gerade recht herzlich dazu eingeladen. Wer da auch noch Fragen dazu hat, ne, support@jfdbrokers.com, auch dort könnt ihr ruckzuck eine E-Mail hinschreiben, um ja, vielleicht auch nochmal zu dem Angebot was zu bekommen. Also wie gesagt, wenn ihr in den nächsten 3 Tagen entsprechend startet, jetzt ist hier irgendwie bei mir Windows total, oder ist es bei dir? Nee, bei mir war das. Wenn ihr da in den nächsten 2-3 Tagen startet, dann habt ihr die Möglichkeit, wie gesagt, 2 Monate swap-free den Handel zu bestreiten. Jetzt gab es hier noch die Frage, ich glaube von Martin war das als solches bezogen, ob es Kontogrößen gibt, die komplett swap-free sind, also wenn es halt, wenn man nur richtig viel einzahlt. Das ist schwierig, weil im Endeffekt ist das ja, selbst im Future-Bereich, so, da kriegt man das alles nicht so mit, aber man hat ja Währungsdifferenzen, man hat Zinsdifferenzen und von daher ist es da schwierig, wirklich komplett swap-free zu arbeiten, weil da würde man natürlich gegenüber anderen Produkten wie Futures ja einen Vorteil haben, der von irgendjemandem bezahlt werden muss. Schwierig, schwierig, ne? Das eben auf Dauer irgendwo frei zu machen. Aber auch hier alles verhandelbar. Ne? Wenn wir da eben gewisse Kontogrößen haben, gibt es da sicherlich Möglichkeiten, auch vielleicht auf anderer Ebene irgendwelche Vergünstigungen zu erwirken. Also von daher auch da gerne mal melden. Genau, Dirk, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ja, ich danke dir. Du bist jetzt im Urlaub, oder wie habe ich das verstanden? Ich bin was? Du bist jetzt im Urlaub dann, oder? Genau, also das war jetzt hier eigentlich so mitunter meine letzte Amtshandlung und ich bin diese Woche nur noch so am Rande da, mache irgendwie so, versuche mir irgendwie die Stapel vom Schreibtisch zu schaffen und dann bin ich ab Freitag bin ich dann komplett raus und am 5. August dann wieder da. Also nicht lange, aber mal ein paar Tage mal irgendwie einen Tapetenwechsel, der ist mal dringend. Schönen Urlaub wünsche ich dir auf jeden Fall dann und dann hören wir uns irgendwie im August. Oder spätestens im September, aber ich denke, Tendenz August. Genau. Wir haben übrigens minimal überzogen. Ne? Was haben wir uns vorgenommen? 3/4 Stunde. Ja, sind wir doch, oder? Ja, es konnte ja nur so kommen. Es war irgendwie auch klar. Aber ist okay, hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuschauern vor allen Dingen auch hat es Spaß gemacht. Genau. Ganz vielen Dank natürlich für die ganzen Beteiligungen hier. Die ganzen Fragen, die reingekommen sind. Ich gucke immer drüber. Es ist aber, glaube ich, nichts Großartiges liegen geblieben. Ihr habt euch die Fragen auch teilweise selber beantwortet, was ich natürlich sehr schön finde. Ganz vielen Dank auch für das Lob hier, das auch reingekommen ist von allen möglichen Seiten. Und wie gesagt, wenn der eine oder andere Lust hat, macht ein Konto auf bei JFD, holt euch den Stereo-Trader, guckt euch gerne mal die Videos an. Ihr könnt natürlich erstmal auch mit einer Demo loslegen, würde ich sowieso empfehlen. Ganz klar, wenn man da jetzt irgendwie neu rangeht. Und ansonsten wurde hier auch erwähnt, habe ich es gar nicht gesagt. Es gibt auch einen Discord-Kanal bzw. Server mittlerweile. Vorher gab es eine Facebook-Gruppe, also wo halt eben auch viele zusammenkommen. Man ist auf jeden Fall nicht alleine damit, sondern kriegt irgendwie von allen Seiten Unterstützung. Und JFD leistet natürlich dann auch hier passenden Support für den Stereo-Trader, wenn es also irgendwie technische Probleme und so weiter gibt. Das natürlich auch. So, auch an dich, lieber Markus, mein ganz herzliches Dankeschön. War ja unsere Premiere. Zum ersten Mal zusammen. Also ich freue mich. Wir hatten schon mal eine halbe Premiere, aber. Ach stimmt, ja, ja. Da wollte ich als Zuschauer, wollte ich einfach nur mal gucken, was du mit dem Andreas Bernstein da treibst. Und irgendwie, ich war noch nicht richtig drin, schon war mein Mikro an. Da habt ihr mich gelüftet.
Genau. Habt ihr mich genötigt, da mitzuquatschen? Und das war überhaupt nicht mein Plan. Ich wollte nur anonym und irgendwie rein. Nächstes Mal schreibe ich irgendwie einen anderen Namen hin, Olaf Scholz oder so, und dann werde ich gerade eingeschaltet. Okay. Nee, aber so hier zusammen war auf jeden Fall das erste Mal, hat wirklich Spaß gemacht mit dir. Würde mich freuen, wenn wir das öfters machen. Und du hast sehr, sehr gerne das letzte Wort in dieser Runde. Und auch dir sage ich schon mal, ja, hab einen, falls du, nee, du bist ja noch im Urlaub. Nee, Moment mal, wie war das? Nee, ich kam aus dem Urlaub und bin jetzt erstmal im August nicht im Urlaub, erst im September wieder. Ah ja, okay. Ja. Arbeiten ist überbewertet. Also, du hast das letzte Wort. Ich sage danke in die große Runde. Danke auch an YouTube, an deinen YouTube-Kanal, natürlich an alle Teilnehmer und ja, bis morgen dann wieder in den gängigen Formaten. Habt einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sagen mit Andreas immer, wie sagen wir denn immer? Ich weiß es gar nicht. Das ist immer, das kommt im Flow, ne? Aber wir sagen immer, danke, Markus, und das musst du direkt sagen. Achso. Ja, das üben wir. Das üben wir mal. Ja, das kommt noch. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Und Dirk. War vom Timing ja nicht so gut, ne? Okay, ciao. JFT, just fair and direct.